Hallo, wir sind Bigi und Flo von Photo-Travelers, die eben nehmen euch heute mit durch das atemberaubende Höllental. Zugspitzblick inklusive traumhafte Bergwelten und am Ende sogar noch eine coole Hütte, in der man einkehren kann. Hinter Flo seht ihr schon den Serpentinenweg, der hochgeht bis zur Höllental-Angerhütte. Und wir nehmen euch jetzt wieder mit. Wenn euch unser Kanal gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da. Wir freuen uns sehr drüber. Wir sind jetzt hier in Garmisch-Partenkirchen am Parkplatz der Alpspitzbahn. Hinter mir seht ihr das traumhafte Panorama mit den Wachsensteinen. Da drüben ist die Alpspitze. Ganz dahinter liegt die Zugspitze. Und ja, wir starten jetzt hier die schöne Tour durch die Höllentalklamm. Auch für Familien geeignet auf jeden Fall. Wir nehmen euch mit. Es ist mega spektakulär. Und am Ende der Wanderung wartet auch eine richtig coole Hütte. Mächtig erheben sich die Wachsensteine in den Himmel. Schon vom Tal aus haben wir einen tollen Blick auf die Berge. Und hier hinter mir fährt jetzt die Zugspitzbahn, die Zahnradbahn schon. Und ja, mit der kann man jetzt nicht ganz zur Zugspitze fahren. Da muss man dann, wenn man zum Gipfel will, umsteigen. Aber die fährt jetzt durch ganz viele Tunnel. Und ja, ist ein tolles Erlebnis. Wir laufen erst einmal parallel zu den Gleisen der Bahn entlang. Die rauscht gerade wieder an uns vorbei. Ansonsten ist der Weg total idyllisch. Wir folgen den Schildern in Richtung Höllentalklamm Greinau. Eine Stunde ist angeschrieben bis zur Klamm. Zunächst laufen wir direkt am Wasser entlang, das schon sehr türkis aussieht. Der Hammersbach wird uns jetzt den ganzen Weg bis zur Klamm begleiten. Er fließt auch durch die Höllentalklamm. Der Klammweg, auf dem wir laufen, ist sehr schön. Allerdings geht es stetig bergauf. Das Wasser ist türkis, rauscht mit lautem Getöse an uns vorbei. Die Höllentalklamm ist anders als die Partnachklamm durchaus anstrengend. Es geht nämlich immer bergauf, bis man überhaupt zur Klamm kommt. Wir laufen jetzt hier ungefähr eine Stunde rum, die ganze Zeit bergauf. Ihr merkt schon, Keuche liegt an dem steilen Weg nach oben. Für die Wanderung bis zur Klamm müsst ihr also ein wenig Zeit mitbringen und auch Ausdauer. Aber es lohnt sich. Vor uns ergießt sich ein Wasserfall den Fels herunter. Wir sind jetzt schon kurz vor dem Eingang zur Klamm. Zunächst laufen wir am Fels entlang nach oben. Schließlich erreichen wir den Eingang der Höllentalklamm. Die kostet Eintritt. Die AV-Mitglieder zahlen 2 Euro, Nichtmitglieder 5 Euro. Wer mag, kann sich das kleine Museum am Eingang der Klamm anschauen. Die Höllentalklamm zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen in Bayern. Hier ist immer was los. Die Wege sind gut gesichert. Unser Tipp, nehmt euch auch an warmen Tagen einen Pulli mit. Denn in der Klamm ist es sehr kalt und es kommt viel Wasser von den Wänden. Die Höllentalklamm ist etwa 1 Kilometer lang. Die Felswände sind zum Teil 150 Meter hoch. Atemberaubend, anders kann man die Höllentalklamm nicht beschreiben. Der Hammersbach schlängelt sich durch die Felsen der Klamm und ist hier drin ein reißender Gebirgsbach. Es lohnt sich, Zeit für Fotos einzuplanen. Wie ihr seht, sind die Wege super ausgebaut und gestalten sich abwechslungsreich. Hier und da geht es über Brücken. Von jedem Platz aus habt ihr super Möglichkeiten, Fotos zu machen. Dieser Ort ist wirklich beeindruckend. Hin und wieder führt der Weg durch beleuchtete Tunnel. 1905 wurde die Höllentalklamm bereits für Touristen zugänglich gemacht. Tunnel wurden gesprengt und Stege angelegt. Das Höllental blickt auf eine Geschichte des Eisenerzabbaus zurück. Unter anderem wurde hier Molybdän gefördert. Die Höllentalklamm ist ein Abenteuer für Groß und Klein. Wir lieben es, durch die Tunnel zu laufen, das Wasser rauschen zu hören und in der kühlen Klamm zu entspannen. Es sieht auch total malerisch aus, wie das Wasser sich seinen Weg durch die Felsen bahnt. Eisblau sieht das Wasser aus. Wie kalt es ist, kann man nur erahnen. Wir laufen weiter auf den Stegen und Wegen entlang.
Überall tropft es von den Wänden. Man wird in der Klamm garantiert nass. Das solltet ihr je nach Witterung beachten. Als Sprühnebel kommt das Wasser von den Wänden herunter. In der Klamm gibt es auch viele Wasserfälle zu sehen. Als Fotografen werdet ihr hier lange unterwegs sein, weil es an jeder Ecke Neues zu entdecken gibt. Eines der Highlights ist dieser riesige Wasserfall. Er schießt aus einem Loch im Felsen herunter. Die Atmosphäre ist wahrlich magisch. Kein Wunder, dass die Höllentalklamm zu den beliebtesten Ausflugszielen zählt. Hier ist auf jeden Fall einiges geboten. Am Ende der Klammwanderung gehen die Felswände weiter auseinander. Hier können mutige Wanderer die Füße ins Wasser stecken und mal testen, wie kalt das Wasser wirklich ist. Wir wandern nun weiter zur Höllental-Angerhütte. Erneut führt der Weg bergauf. Bald schauen wir von oben hinunter zur Klamm zurück. Wir steigen stetig weiter bergauf. Vor uns erheben sich mächtige Felswände. Auch ein Wasserfall ergießt sich die Felsen hinunter. Je weiter wir nach oben kommen, desto spektakulärer wird der Blick. Vor uns sehen wir die Zugspitze, die kleine Riffelwandspitze sowie die südliche Riffelwandspitze. Wir kommen noch an einer kleinen Kapelle vorbei und laufen weiter ins Tal hinein. Gleich sind wir an der Hütte, die in diesem malerischen Tal liegt. Die Zugspitze erhebt sich imposant. Davor ragt die markante kleine Riffelwandspitze hoch. Unzählige Bergtouren warten hier auf euch. Die Höllental-Angerhütte ist ein beliebtes Ausflugsziel, zumal hier auch viele Wanderer zur Zugspitze aufbrechen. Die Hütte wurde 2015 neu eröffnet, die erste Hütte stand hier aber schon 1893. Wir gönnen uns jetzt erstmal eine leckere Schorle und ein Essen. Auch das Innere der Hütte kann sich sehen lassen. Hier ist es modern und urig zugleich. Die Höllental-Angerhütte liegt in einer mit Gesteinschotter bedeckten Talsohle. Hier könnt ihr übernachten und am nächsten Tag aufbrechen, um über den Höllental-Klettersteig auf die Zugspitze zu gehen. Videos zur Zugspitze findet ihr auch auf unserem Kanal. Wir haben ja immer mega Respekt vor diesen Berghütten, wie organisiert die sind. Wir haben jetzt hier auch gelesen, dass man offenbar 3 Tage braucht, wenn man eine Getränkelieferung bekommt, die dann auch hoch an die Hütte zu schaffen. Jetzt laufen wir gerade wieder zurück, direkt am Wasser. Ihr hört es schon, total idyllisch. Aber ihr wisst ja, wir sind immer ehrlich zu euch. Das Essen fanden wir einfach jetzt nicht gut. Kann passieren, jede Hütte ist anders. Aber es gibt natürlich auch Hütten, wo es richtig geil schmeckt, war jetzt hier leider nicht der Fall. Wir laufen nun wieder zurück zur Höllentalklamm. Doch hier nehmen wir eine andere Variante für den Rückweg, den Stangensteig. Der Weg geht erst einmal steil nach oben. Treppen wurden angelegt und Wege mit Seilen versichert. Unter uns geht es schließlich tief in die Klamm hinein. Dieser Weg ist nur für trittfeste Wanderer geeignet. Hier sieht man nochmal den Blick hinunter in die Klamm. Leider gibt es hier immer wieder tödliche Unfälle. Doch keine Sorge,
Eigentlich ist der Weg gut machbar, wenn man oft in den Bergen unterwegs und absolut schwindelfrei ist. Diese Variante des Rückwegs offeriert uns neue Perspektiven und der Pfad ist wirklich schön. Hier sieht man es gut. Wir laufen nun oberhalb der Klamm, die sich unter uns befindet. Ist das nicht ein herrlicher Blick? Vor uns sehen wir nun schon die Brücke, die über die Klamm führt und die wir schon von unten aus der Klamm gesehen haben. Wir genießen nun den Blick von der Brücke hinunter in die Klamm. Wir stehen jetzt hier oben auf dieser beeindruckenden Brücke und schauen runter in die Höllentalklamm. Und der Weg geht jetzt hier hinter mir hoch, wieder ein Stückchen den Berg hinauf. Da müssen wir jetzt wieder hinauf. Wir folgen weiter dem Pfad. Der Stangensteig ist ein alter Transportweg. Als hier im 19. Jahrhundert Blei abgebaut wurde, gelangten so die Arbeiter ins Höllental hinein. Es gibt ja auch noch alte Stollen. Alle Infos zur Höllentalklamm und zur Wanderung auf die Zugspitze findet ihr auf www.phototravelers.de.